Herzlich willkommen zu unserem ersten Videotutorial über den Projekt QMix-Rechner. Wir möchten euch in diesem Tutorial grundlegende Funktionen und hauptsächlich auch die Oberfläche, wo ist was zu finden, wie ist erstmal die Arbeitsweise des Mix-Rechners etc. erstmal ein bisschen darlegen. Wenn ihr auf unserer Seite die Testversion gedownloadet habt, dann bekommt ihr ein mixrechner.zip-Datei und wenn ihr diese entpackt, habt ihr folgende Dateien und Ordner zur Verfügung. Grundlegend ist erstmal die Projekt QMix-Rechner Excel, die Startdatei, das Programm selber ist klar. In der Options-INI werden Konfigurationen abgelegt, die von dem Programm genutzt werden. In dem Ordner Datenbank sind alle zur Verfügung stehenden Datenbanken enthalten. Wir haben jeden Lieferanten, der uns die Zustimmung gab, einzeln als Datenbankdatei abgespeichert, sowie nochmal eine Lieferanten alle, in der alle zusammengefasst wurden. Des Weiteren haben wir noch einen Ordner Beispielmixer. Hier findet ihr drei Beispielmixer, die ihr auch laden könnt. Gut, dann fangen wir nochmal an. Wenn das Programm startet, sieht es so aus. Gut, zum Menü. Grundlegend haben wir hier Möglichkeit, ein Mix zu laden, über Öffnen. Wir sehen eine Art Historie, welcher Mixer ich zuletzt geladen habe. Unter Einstellungen, Optionen finde ich Einstellungsmöglichkeiten, welche Datenbank als Standarddatenbank definiert wird und ob Hinweise angezeigt werden sollen. Diese Hinweise sind Schwellwerte, die bei der Berechnung des Mixes ausgewertet werden und wenn sie überschritten werden, wird ein Hinweisbanner angezeigt, sodass man nicht hundertprozentig ständig darauf achten muss, ob man irgendwelche Werte überschreitet. Ich zeige euch das mal später. Gut, zur Oberfläche. Hier oben verbirgt sich die Datenbank. Ihr seht, es ist, wir haben momentan 236 Datensätze und ja, das ist schon ganz schön Arbeit gewesen, das alles hier reinzumachen. Man kann jeden einzelnen Datensatz editieren. Ihr seht ja, wenn ihr hier in der Liste die Datensätze auswählt, habt ihr unten hier die Möglichkeit, diese zu editieren, zu übernehmen. Man kann auch einen neuen hinzufügen, indem man auf Neu klickt. Hier findet ihr die Gruppen, wo die jeweilige Zutat eingeordnet wird. Die wird auch als Filterkriterien genutzt. Wir können mit der rechten Maustaste können wir eine Zeile löschen, also einen Datensatz löschen. Wir können die ganze Liste löschen. Wir haben die Möglichkeit, eine Datenbank zu laden. Meinetwegen die NatureBates. NatureBates wurde erfolgreich geladen. Jetzt haben wir halt nur hier die Datenbank NatureBates drin. Man kann, wenn man sagt, man will jetzt zu dieser NatureBates-Datenbank noch eine andere hinzufügen, kann man über Import noch eine weitere Datenbank hinzufügen. Beispielsweise nehmen wir mal hier die SelfMateBates. Öffnen. Und die Datensätze wurden jetzt hier hinten dran gehangen. So kann man sich halt selber seine Datenbank zusammenbauen. Oder man kann natürlich von grundlegend sich die komplett neu erstellen. Gut, Klammer zu. Sie haben Änderungen gestanden. Möchten Sie die Änderungen speichern? Nein, will ich nicht. Ich will, dass alles so bleibt. Gut. Okay. Zur Mixerstellung. Grundsätzlich werden die Zutaten hier eingefügt. Ich kann hier nichts händisch einfügen. Ihr seht, ich kann hier klicken, was ich will. Es geht nicht. Es ist zwingend notwendig, dass ich über hinzufügen mir eine Zutat aus der Datenbank auswähle. Wenn diese Zutat hier nicht ist, muss ich sie erst in der Datenbank einfügen. Es ist auch so gewollt. Und wir können es ja mal spaßeshalber machen. Hier oben haben wir den Filter über die Gruppen, die ich euch vorhin erklärt habe. Hier könnt ihr halt filtern. Ich möchte jetzt gerne ein Fischmehl hinzufügen. Dann bekommt ihr alle Fischmehle von allen Herstellern, die momentan hier drin sind. Und könnt halt hier durch einen Doppelklick oder durch dieses Pluszeichen das Fischmehl hinzufügen. Ihr könnt auch mal wasserlösliche Stoffe, also Extrakte hinzufügen. Nehmen wir mal
Waffel von Command B jetzt. Ja, also es ist nicht darauf achten, wie sinnvoll jetzt hier mein Mix ist. Ich will es einfach nur mal darstellen, wie es funktioniert grundlegend. Oben wird Elf oder Gelb. Und so weiter und so weiter. Nehmen wir mal ein paar pflanzliche Mehle dazu. So, Armee voll fett. Okay, das sollte erstmal gewesen sein. Jetzt haben wir erstmal die Grundzutaten hier drin. Jetzt können wir natürlich unsere Prozente hier voreinpflegen. Ja. Griffmehl will ich 28% haben, Extrakte will ich 6% Green und Muscle haben, ich will 5% Rubin Red haben, ich will 20% Eifutter haben und eigentlich will ich bis 10% pflanzliche Mehle haben. Jetzt sehe ich, dass ich bei 69% angekommen bin. Ich muss natürlich auf 100 kommen. Entweder verteile ich jetzt hier die Anteile anders neu oder ich will halt noch eine Zutat haben. In dem Fall will ich natürlich grundlegend nochmal Maismehl haben. Schließen. Jetzt nehmen wir mal 15% Maismehl. Jetzt sind wir bei 84%. Und wir nehmen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Binder, Eckalbumin und Blut nehmen wir mal mit rein. So. Albumin nehmen wir mal 2% und Blutmehl nehmen wir mal 4%. Jetzt fehlen uns also noch 10%. Gut, damit ich euch auch mal den Hinweisbanner zeigen kann, wir haben jetzt so 6% wasserlösliche Stoffe, 21% Kohlenhydrate. Es ist natürlich auch immer davon abhängig, was der Hersteller angibt bei seinen Zutaten. Wir haben halt die Herstellervorgaben übernommen. Es ist natürlich nicht bei allen Herstellern alle Werte vorhanden. Das ist halt so. Es ist halt Richtwerte. Dann sind es halt. Und ich werde jetzt mal hier noch einen wasserlösenden Stoff hinzufügen, um euch mal zu zeigen, wie das dann ungefähr mit diesem Banner funktioniert, der euch darauf hinweist, dass wir zu viel wasserlösliche Zutaten haben. Also nehmen wir nochmal hier Extrakte. Suchen uns nochmal Leberextrakt aus. Und geben dem mal 15%. So. Pop. Und schon seht ihr, Hinweis, die Löslichkeit sollte 20% nicht überschreiten. Wir haben jetzt 21%. Und diese Schwellwerte sind halt in den Optionen zu finden. Hier sind die 20% und können dementsprechend angepasst werden. Okay, sinnvoll oder nicht? Momentan ist es nicht sinnvoll, was ich hier für Mix gemacht habe. Spielt aber auch erstmal keine Rolle. Ich kann den Namen, hier den Mix einen Namen geben, Testmix. Macht natürlich keinen Sinn bei der Testversion, weil man sollte schon speichern. Na, weiterhin kann man halt Bemerkungen hier noch einfügen, weiß ich. Das ist Testmix. Das Datum wird natürlich das aktuelle genommen von dem Erstellungsdatum her. Könnt ihr auch ändern. Und halt, wie viel Kilo wollen wir uns berechnen lassen. Wenn wir uns 10 Kilo berechnen lassen, drücken auf Berechnen. Dann bekommen wir unsere Auswertung. Wir sehen hier rechts die Zusammensetzung des Mixes. Wir sehen hier den Preis pro Kilo, der natürlich jetzt sehr utopisch ist bei den Zusammensetzungen. Wir haben für 10 Kilo Mix folgende Werte ausgerechnet. Wir können es drucken. Wobei mich auch dabei mal interessieren würde, ob diese Druckfunktion wirklich bei allen funktioniert. Ich habe es halt nur bei mir testen können. Es funktioniert. Ich hoffe, es geht bei euch auch. So. Das soll es erstmal grundlegend gewesen sein. Die Datenbank werde ich euch dann im nächsten Tutorial genauer vorstellen. Alles klar, ich hoffe, ihr kommt erstmal zurecht und euch gefällt der Mixrechner. Bis dann, macht's gut.